Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Bockjagd-Serie im Jahr 2022. Wir hatten einige schöne Ansätze, eine Menge Anblick und richtig schöne Jagdtage mit anschließendem Jagderfolg. Aber jetzt reden wir nicht lange und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. An diesem Abend sollte es einfach nicht klappen. Wir haben einige weibliche Stücke mit ihrem Kitz gesehen, haben noch einige Feldhasen gesehen, aber einen Bock haben wir nicht zu Gesicht bekommen. Am nächsten Morgen haben wir uns relativ zeitig auf die Socken gemacht, um früh im Revier auf der Kanzel zu sitzen. Wir wollten uns diesmal ans Maisfeld hinsetzen, wo ein Wald anschließt und da ist eigentlich immer Rehwild und da wollten wir unser Glück probieren. Nach ca. 15 Minuten ist auf der rechten Seite, das ist jetzt nicht die Seite, die ihr gerade gesehen habt in dem kurzen Video, sondern die andere Seite, Bock aus dem Mais rausgekommen auf ca. 300 Meter. Der ist dann auf 250 Meter noch rangezogen, aber dann aus ungeklärter Ursache ist er abgesprungen. Thank you.
An diesem Morgen hatten wir wirklich eine Menge Anblick, aber kein Bock in angenehmer Schussentfernung. Und deswegen beschlossen wir uns, dass wir uns am Abend nochmal auf die gleiche Kanzel ansetzen werden. An diesem Abend hatten wir leider nicht so viel Anblick. Es war eine Ricke mit ihrem Kids da. Zum Schluss waren noch ein paar Dachse da. Aber einen Bock haben wir nicht zu Gesicht bekommen. Aber wir geben nicht auf. Wir versuchen es nächsten Tag an einer anderen Stelle nochmal. Ich denke, dass es da nicht geklappt hat, weil die hinter uns eine Fläche abgeerntet haben. Und da sind die schon relativ unsicher immer ausgetreten. Und haben geschaut, was da abgeht. Und ich denke, das wird der Punkt gewesen sein, warum an diesem Abend so wenig los war. Weil normalerweise die Stelle, das ist eine sehr, sehr gute Stelle. Aber wir schauen mal, was der nächste Tag zu bieten hat. Um 18 Uhr haben wir uns dann auf eine Kanzel angesetzt, wo links und rechts von uns relativ große zusammenhängende Wälder sind. Vor uns ist ein Kleeacker und dahinter ein Weizenacker, ein gedroschener, und hinter uns ist ein Maisfeld. Und die Rehe, die kommen zum Äsen auf den Kleeacker, weil das eigentlich die beste Stelle ist da zwischen den zwei Wäldern. Und da malen wir uns relativ gute Chancen aus. Geraumer Zeit kam dann endlich der heiß ersehnte Bock aus dem Bestand herausgezogen, und dann habe ich mich fertig gemacht zum Schuss und musste noch ein recht gutes Stück warten, bis der Bock überhaupt bis runter zu uns an die Kanzel gezogen ist. Da hat er sich echt Zeit gelassen. Und hier habe ich dann das Video ein bisschen zusammengeschnitten, sonst hättet ihr 45 Minuten gefühlt euch anschauen müssen, wie ich im Anschlag warte, bis der Bock runter zu uns an die Kanzel gezogen ist.
Bock stand ganz leicht links aus dem Bild beim Schuss. Aber wie ihr im Video sehen könnt, ist er noch maximal 15 Meter gegangen und ist dann mit sauberem Kammertreffer zu Boden gegangen. So, kleines Update. Ich war jetzt gerade beim Bock. Der Schuss passt hinterm Blatt. Und jetzt habe ich ihn gleich hier auf so einen Überweg, weil hier ist ein Graben. Da gibt es aber so Überwege, wo die Traktoren drüber fahren. Da habe ich ihn jetzt erstmal hingepackt. Jetzt laufen wir zum Auto. Und dann schauen wir uns genauer an. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Bock. Das ist der Bock, den ich heute entdeckt habe. Ein richtig wunderbarer. Besser hätte es nicht laufen können, vor allem mit der neuen Waffe. Mauser M18. Im Kaliber 30,6. Was ihr hört, ist mein Auto wegen der Beleuchtung. Und genau, jetzt will ich gar nicht lange rumtrödeln. Jetzt fahren wir in die Kühlung. Weil hier kriege ich immer eine Kühlung auf. Ist ja nicht lange bis dahin. Und dann mache ich noch ein abschließendes Wort. Bis dann. Bis gleich. So, ich habe euch hier noch ein paar Bilder hinzugefügt vom Bock. Aufgebrochen hat er 15 Kilo gehabt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Abo und über ein Gefällt mir. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Weidmannsheil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.